von Anfang an war ein zentrales Thema, was macht Bewegung im Museum? Was macht ein Choreograf mit uns im Museum? Was macht ein Choreograf mit dem Museum und was macht er mit den Besuchern im Museum? There was a piece that I did in around 1993 or so. One of the performers who works with me, David Kern, has a very long carbon fishing pole, and on the end is attached a very long ribbon. And David goes ahead and performs a very, very complicated choreography for the ribbon. And I was somehow under the impression that we could somehow record what David was doing and have a machine reproduce it. Irgendwann, als klar wurde, was sich der Forsythe wünscht, wie was bewegt wird, und wir auf der Suche waren nach der Maschine, die das kann, nach dem Mittel, nach dem Werkzeug, stießen wir auf diese Industrieroboter, und das war ein Kuga-Roboter in dem Sendung mit der Maus-Film. Und dann sprach ich darüber mit unserem Geschäftsführer Klaus Löwe bei einem Treffen, und der Klaus Löwe hatte einen direkten Kontakt zu der Firma. Das war irgendwann klar, dass diese erste Idee von langen Bändern, die sich im Raum bewegen, dass das in die falsche Richtung weist, sondern es müssen diese Flächen entstehen im Raum. So I thought of the idea of taking these flags like I'd seen at football games. When we finally got to try them out ourselves, we were really impressed with the weight of them. They're, with the poles that they use usually, they're massively heavy. Die Gespräche mit Bill Forsythe gehen einige Zeit zurück. Aber das große eigentliche Projekt, das war uns gleich klar, dass man das in diesen Raum bringen müsste. In den Lipsius-Bau, auf diesen Raum hin, hat er dann das konzipiert, was man heute sieht. Nachdem wir die richtige Halle in Eschborn bei Frankfurt gefunden haben, mussten wir uns Gedanken machen, wie wir die Roboter installieren, weil da waren auch ganz klare Angaben dazu. Zum Beispiel, es darf eben nicht direkt auf dem Estrich stehen, sondern muss direkt auf dem Fundament befestigt werden. Das Wichtige ist, dass wir wirklich die Roboter komplett richtig fest bekommen, weil dann kann wirklich im Betrieb kann es sein, dass die Bodenanker sich lösen und der Roboter dann einfach umkippt, und so ein Teil wiegt immerhin 1121 Kilogramm, und dann hat man ein Problem. Eigentlich die große technische Herausforderung während unserer Proben ist die Wahl der Fahnenstange gewesen. Wir hatten uns am Anfang entschieden, dass wir einen Aluminium-Fahnenmast nehmen, weil von der statischen Berechnung das einfacher ist. Aber dann nach wirklich vielen Tests und Probeläufen haben wir dann festgestellt, dass wir durch diesen Aluminium-Mast, weil das Gewicht doch zu groß ist, zu große Einschränkungen bekommen. Es kann künstlerisch nicht funktionieren. Das ist für den Forsythe ist das nicht das Werkzeug, was er braucht, um in dem Raum zu choreografieren. Wir müssen auf eine Leichtigkeit in die Bewegung gehen. Das muss das Mittel sein, das muss der Weg sein für uns. Und da hat es mich einmal durchgeschüttelt. Ja. Und dann ist eben die Entscheidung gefallen, wirklich auf 100% Carbonmasten zu gehen, mit einer Länge von 5,5 Meter und einer Fahnengröße von 5x5 Metern. Wir haben dann entschieden, gegen viel guten Rat, 6 Wochen vor dem Eröffnungstag, nein, wir nehmen das Material und wir finden eine Möglichkeit, das zur Zulassung zu bringen.
Roboterprogrammierung ist ja nicht so schwierig. Die größte Herausforderung war, dass ich nicht genau wusste, wo es denn hinlaufen soll. Das heißt, ich habe viele Sachen ausprobiert, ich habe langsame Sachen ausprobiert. Und ich habe am Anfang mich auch gar nicht mal so sehr auf das Wehen der Fahnen konzentriert, dass das schön aussieht. Ich habe immer auf die Roboter geguckt, dass die Roboterbewegungen schön aussehen. Hier in Dresden können wir die Roboter nicht auf dem Boden montieren, weil es eine Fußbodenheizung im Ausstellungssaal gibt. Und da musste ein spezieller Sockel konstruiert werden, der dieses Gewicht, die Dynamiken aufnimmt. Die Sockel haben jetzt ein Abmaß von 4x4 Meter, sind 20 cm hoch und haben eben ein Eigengewicht von knapp 7 Tonnen. Und dann hatte ich von Bill mit auf den Weg nach Dresden die Marschrichtung bekommen. Ich solle anfangen, wilde und gefährliche Bewegungen einzubauen. Es ging nicht nur um wilde und gefährliche Bewegungen, es ging auch so um raumgreifende und raumfüllende Bewegungen. Und das habe ich am Anfang sofort probiert. Das, was ich in der Probehalle nicht konnte, sondern in Dresden hatte, weil der Raum riesengroß ist, das konnte ich jetzt auf einmal machen. Dass ich wirklich eine große, raumfüllende Bewegung gemacht habe, was dann auch sehr imposant aussah. Ich habe gearbeitet den Tag, habe Bewegung gesucht, habe die Sachen übertragen und habe dann jeden Abend ihm so eine 3, 4, 5 Minuten Sequenz auf Video geschickt. For some reason air did not have the same, or the flow of air did not have the same properties in the smaller room as it did here. In this case, Sven, the programmer, had to literally program his way out of what might potentially be an accidental tangling of the flags on the pole. And because of the aerodynamic forces in the waves, the air currents generated by the waves in the by the flags in the room, it became an immensely complicated negotiation with physics, yeah, which we didn't really expect. Wir können hier fahren schwenkende Roboter haben, aber irgendwie braucht so ein bisschen Magie, um das zu etwas mehr zu machen und diesen Punkt zu finden. Was ist denn dieser magische Moment dabei, sodass ich mich auf den Zeitpunkt, wo wir dann zusammen an der Choreografie gearbeitet haben und an den Bewegungen schon gefreut habe, weil das so ein neuer Abschnitt ist und dann weiß man ganz genau, ab jetzt geht's wirklich los. It was an interesting process, trying to introduce Sven, the programmer, to all these ideas let's say, abstract narration, like how abstract movements actually form a kind of narration and how you have kinds of alternation of dynamics and qualities, positions, relations. And I found it very interesting to try to sum up the whole thing in as few sentences as possible. Yeah. Because more information would not be helpful. Because he had so many minutiae to think about. His world is, you know, a thousand, you know, gazillion pieces of code. And I'm talking about a much larger structure with other demands. So I thought, what's the most important things? Ich finde auch die Schlussrunde, ich finde das Kürzung mehrmals die andere. Das sind kleine Änderungen, die Unterschiede sind oberwichtig. Ja. Grundform und dann eine kleine Änderung. Wichtig ist, dass die Choreografie Elemente hat, die wiedererkennbar sind für den Besucher. Das ist dann das, was man nachher, wenn man es extrahiert, als Muster ausmacht. Das heißt, du schaust dir die Choreografie an und du erkennst Elemente wieder und das sind dann die einzelnen Muster. Und diese wiederkehrenden Elemente aber nicht
immer nur zu kopieren, sondern auch variierend einzubauen, nämlich dass sie zwar wieder erkennbar sind, aber auf ungewohnte Art und Weise. I think it was ideal because it flowed very well. I also accepted that you can only program so fast, you know. Sven also was very realistic about complexity, yeah, and would say, okay, this is almost impossible to program, or this is impossible to program. And because we each have our expertise, it was really easy for me to go like, oh, okay, and let's move on. And not go like, oh yeah, but I know that you can da, 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 da. It wasn't that. He had his expertise and I had mine. And we just found a point where we really trusted each other. So we tried one day just slowing everything down to a very minimal speed, and actually there, rather than tension of a certain kind of that comes from force, or excitement, let's say, that comes from force, there was a tension from the reduction of speed. So things sometimes developed very slowly, and then it was like, come on. And so we managed to find a sort of emotional dynamics through the speeds that were available finally by reducing. And what turned out very nicely was that we ended up focusing more on the air acting upon the flags as opposed to the robots. Sometimes the robots will move fairly swiftly and then stop, and then the air will continue moving the flag. And so you have these, you realize there's another force in the room, which in the air materializes within the structure of the flag. It's very, very nice. So there's almost like a third actor. There's the robot, the flag, and the air. Die Fahnen, die diese Roboter in Bewegung setzen, die haben etwas Lebendiges. Man könnte fast sagen, etwas Menschliches. Das heißt, man betrachtet sie eigentlich wie, ja, fast wie Tänzer, die etwas miteinander haben. Die stehen im selben Raum, die sind offenbar in einer gewissen Form von Abstimmung aufeinander choreografiert, ihre Bewegung ist definiert, sie gehen aneinander vorbei, sie gehen aufeinander zu, sie beschleunigen, sie verlangsamen, manchmal berühren sie sich fast, sie gleiten übereinander. Und das hat etwas Atemberaubendes, wenn man den Eindruck hat, es geht eigentlich um die Beziehung zwischen zwei.